immer noch am Anfang. Wir wollten uns auf dem Weg nach Diamond City machen. Da war ich bisher noch nicht. Und Dark Meat. Wo schießt er denn? Okay, ich sehe ihn gerade nicht. Stimpack, nice. Ich kann leider momentan noch nicht so viel tragen. Okay, fuck you, dude. Come on, Dog Meat! Was habe ich dich mitgenommen? Wow. Dog Meat, wirklich? Das muss mir getan haben. Ach, Dogmi. Ich muss schon mal stechen so an. Geht doch, siehst du. Alles gut. Ich muss auch unbedingt daran denken, diesen Bart-Modus öfter einzusetzen. Das. Ich glaube, ich sollte die Kerne noch ein bisschen verschieben, so. Dass ich den öfters einsetzen kann. Muss ich über die Brücke? Nein, was ist mit dem Weg da hinten? Oh, das ist die Brücke hier, ne? Komme ich da auch drüber? Oder falle ich da gleich in das Wasser rein? Geronimo! Okay. Hast du ungewohnt mit Y zu springen im Spiel? Und im Wertsmodus am besten nur schießen, wenn du 60% oder mehr Trefferwahrscheinlichkeit hast, sonst schießt du auch zu oft daneben. Okay. Oh, das sieht einladend aus hier. Sag mir noch da? Da hinten. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Nicht, könnte ich mich auch noch ein bisschen in den Gebäuden umgucken, oder? Also ich meine, in alle kommt man nicht rein.
Oh, hello. Oh no! So, habt ihr nichts Besseres zu tun, als eure blöden Molotovs zu werfen? Das Miet! Töle. Was kommt hier jetzt so auf mich zugelaufen? Was soll das denn? Kann ich Ihnen helfen? Eine Bewegung und du bist tot, Blinder. Dieses Mal versteckst du dich nicht. Ich habe Verbündete bekommen, cool. Ach, weißt du was? Ich bin so unfair. Wer zum Henker sind die denn? Die Welt da draußen ist gefährlich. Ist auch gut so. Sonst hätten wir Ärzte ja nichts zu tun, stimmt's? Bist du wirklich ein Doktor? Ob ich ein Doktor bin? Ich zeig dir gleich mal mein Diplom von der Schlauberger-wie-dich-retten-Schule. Ich bin eine Institution in dieser Gegend. Also, brauchst du jetzt Hilfe oder was? Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich habe jede Menge Stimpaks, Camps und anderen Kram. Hey, Nobody is G. Guten Abend. Ich muss sagen, ich habe bisher noch nie mit irgendjemandem gehandelt. Ich bin auch noch ganz am Anfang in diesem Spiel. Wow. Okay, ich würde noch ein paar Stimpaks gerne nehmen. Okay, war schön mit dir, die Schritte zu machen. Ich muss doch mir essen, noch jemand. Alles gut. Ein Drogenversteck. Muss man nicht wirklich das handeln? Also ich bin noch ganz am Anfang in dem Spiel. Ich spiele das jetzt nicht zum zweiten Mal oder so durch. Ich spiele das jetzt wirklich hier gerade zum ersten Mal. Oh. Keine Angst! Oh, shoot! Ich sollte mehr auf mein Leben achten. Lass meinen Hund in Ruhe, Mann. Mach doch nie. Ich will ihn in den Kopf. Ich kann leider gerade nicht so viel mitnehmen, deswegen lasse ich das meiste liegen.
Chats, Psyche und so weiter brauchst du nicht wirklich. Kannst du also alles an Händler verkaufen? Okay. Wenn ich überladen bin, kann ich meinem... Kann ich auch Dogmeat was geben? Weil er kann doch eigentlich auch nicht so viel tragen, oder? Also, wo bist du überhaupt? Hey. Wow, okay, ich kann... Wow. Habe ich Dogmeat schon mal was gegeben? Fällt mir gar nicht mehr... Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay, ich kann dem Hund auch was geben. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Der kann mehr tragen wie du. Das ist aber ein bisschen realitätsfremd. Aber gut, werde ich mir merken. Dann werde ich Dogmeat mehr geben von meinem Zeug. Dann kann ich wieder mehr einsammeln. Gut, Dogmeat, wir waren auf dem Weg nach Diamond City. Und später kannst du ihm sogar eine schicke Hunderüstung anziehen. Okay. Bin ich ja mal gespannt, wie der Hund dann aussieht. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Wo habt ihr die Kuh? Wo habt ihr die Kühe? Warte mal. Ist das eine Kuh mit zwei Köpfen? Verletzungen, Einschusslöcher und Krankheiten wieder hin. Aber ein Heilmittel für schlechten Charakter gibt es nicht. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Hast du irgendwelche dieser Symptome? Erzähl mir davon. Wurde verprügelt. Kratzer und Prellungen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein, wir sind fertig. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay, dann werde ich später mal Dogmeat eine gute Rüstung bauen. Was hast du gefunden, Dogmeat? Wo soll ich hingehen? Hier? Oh nein. Oh nein. Nicht die Viecher. Mino-like. Ah, oh, diese blöden Geschütze. Okay, ich hoffe, ich muss mit einer Station. Noch mehr, das noch mehr.
Brahmin heißt die zweiköpfige Kuh. Okay. Fuck off. Gut, dann lasse ich mich von dem nochmal heilen und dann vielleicht mal kurz zwischenspeichern. Hey, zumindest ist es ehrliche Arbeit. Hast du irgendein medizinisches Anliegen oder wolltest du mich nur ein wenig von der Arbeit abhalten? Ja, schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Hast du irgendwelche dieser Symptome? Oder verprügelt? Hm. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Hab sonst keine Beschwerden. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Ich werde es versuchen. Okay, let's see. Am Anfang viel speichern. Ja, das ist etwas, das ich immer wieder vergesse. Oh wow, er haltet mehr aus, nice. Das andere Geschütz werde ich auch erst noch runterschießen. Gut, Schrotflinte. Die erdrückende Witcher oder die Ghoulen Fallout. Okay, hier sind Minen. Kochstation. Können wir eigentlich irgendwas herstellen?
Gut. Dann werde ich gleich... Ich habe, glaube ich, noch ein Level Up. Dogmeat zeigt mir doch manchmal auch Fallen an, oder? Kann das Ding sich eigentlich komplett drehen? Kann das tatsächlich? Das ist doch scheiße. Dogmeat, ich glaube nicht, dass du gegen das Geschütz sehr viel ausrichten kannst. Ach, stell dich nicht so an, ey, dieser Hund. Nein, du bekommst von mir kein Stimpack, du kannst sterben. Zeigt mir alles, was ich sammeln kann. Das ist aber echt nur eine kurze Zeitspanne, die du da noch hast, um zu reagieren. Busfahrer. Ein Bus-Ghoul. Danke fürs Blocken, Dogmeat. Okay, du darfst wieder aussteigen, damit ich da rein kann. Dogmeat, komm her. Holzblock. Manchmal fühlt man sich in Fallout wie in The Walking Dead. Okay. Zerschossene Geschütze, Munition. Okay. Ich dachte, das Geschütz hätte nichts gehabt, weil ich nicht, als ich hingelaufen bin, nichts gefunden habe zum Einsammeln.
Ich hab den Knappen nie versteckt, Alter. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Let me do something. You little bitch. Oh shit, der hat einen Totenkopf. Geil. Mann, die Viecher, die war einfach. Ich krieg so viel Panik. Gut gemacht, Dogmeat. Du warst sehr hilfreich. Nicht wirklich, aber danke, Dogmeat. Haarklammer brauche ich, um Schlösser zu knacken. Du kannst versuchen, Minen zu entschärfen. Einfach langsam herangehen und dabei anvisieren, bis die Entschärfeoption kommt. Aber du musst schnell sein. Die Mine kannst du dann mitnehmen. Okay. Ja, ich weiß, ich muss ihn in die Beine schießen. Wenn ich da im Kampf drin bin, dann denke ich da leider nicht so sofort daran. Habe ich jetzt einen Nebenquest getriggert? Nicht schlecht. Achso, ich muss auch mal ganz kurz gucken. Von diesem Ghoul bekommen habe, wollte ich noch anlegen.
Das Schloss kriege ich nicht auf. Passwort gefunden. Jetzt nur die Frage, wozu? Oh, zu dem Computer da unten, wa? Zum Safe wird das ja wohl kaum passen. Abgeschlossen. Aber. Für dich vielleicht? Yes! Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Nicht schlecht. Wer hatte denn die Laserpistole? Das war alles? Dafür konnte ich... Wow. Okay. Sie. Okay. Got it. Dogmeat, komm mal her. Hey. Muss dir mal ein bisschen was aufdrücken. Und zwar, weil ich weiß schon, was ich dir gebe. Schrott. Hey! Dogmeat, bleibst du mal hier. Here we go. Das ist wie bei Witcher oder bei Skyrim. Du willst irgendwie eine Hauptmission machen und biegst erstmal überall. Du machst so Schlangenlinien, bis du da bist. Weil du erstmal alles andere auch noch erkunden musst. Oder nicht musst, aber willst. Wow, wo kommst du denn her? Okay.
okay, so kommt zur Kaserne, alles klar. Ich bin schon etwas weiter und habe die Hauptmission erst angefangen. Ja, solche Spiele verleiten immer dazu, erstmal die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen und sonst erstmal nichts zu machen, außer sich alles anzugucken. Okay, Steffi ist auf dem Weg nach Hause. So nutzlos doch nicht! Fuck off! Stell ich mich so an. Boah, Alter, diese Viecher sind wirklich unerträglich. Ich muss mir das Spiel echt nochmal besorgen. Hast du das Spiel nicht mehr, Daniel? Durchgespielt und weiterverkauft. Hab es irgendwo noch immer, aber keine Ahnung wo. Ein Stealth Boy. Oh! Boah, Mann, musst du mich so.
Erschrecken, Mann. Alter. Das fand man nicht wieder so an, ja? Okay, wieso kann ich... Oh, fuck, ich habe keine Munition mehr. Okay, das Jagdgewehr schießt aber nicht öfter. Sorry, dog meat. Dog meat, du kannst gerne wieder hier hochkommen. Was ist denn? Das sieht radioaktiv aus. You bitch. Wow, was? Was zum Henker? Okay, was ist ein Leuchtender? Was ist. Was macht das? Was macht das? Was macht das? Ja, Mann, Mama. Was ist das? Was ist das? Macht out? Okay. Das ist alles, was ich wissen muss. Okay, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. I'm out of here, motherfuckers. I'm out of here, motherfuckers. Okay, was zum Henker? Oh, setzt der Red frei? Wie komme ich hier raus? Fuck me, fuck me. Ich habe keinen Orientierungssinn. Dog meat! Dog meat! How can we get out of this place? I'm so... Peace, motherfuckers! Der kann zusätzlich hohen Strahlungsschaden austeilen, okay. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass ich ihn schaffe, mir zu holen. Ich meine, ich könnte versuchen, den... Ich könnte versuchen, den Plünderer zu kriegen und den Plünderer schnell zu looten und dann schnell wieder abzuhauen. Aber ich glaube nicht, dass ich den... Dass ich den schon kriegen würde, oder? Automatische Laserpistole. Aber die macht nicht so viel Schaden. Nope, 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 nope. Ich lasse es, ich lasse es. Ich werde... Wir werden hoffentlich irgendwann nochmal hierhin zurückkommen, aber
Ich lasse das jetzt, weil ich dafür einfach noch nicht stark genug bin. Ich werde jetzt gucken, dass ich mich weiter... aber schnelle Schussfolge. Okay, ja klar. Okay. Das gleicht das natürlich wieder aus. Dadurch, dass ich schneller hintereinander angreifen kann. Aber ich werde jetzt straight versuchen, nach Diamond City zu kommen. Ich war da überhaupt noch nicht. Dass ich das noch schaffe, in dem Stream mit euch nach Diamond City zu kommen. Es wird schon wieder ziemlich spät. Es ist schon wieder 10:30. Fuck you, Game. Okay, ich muss sagen, das kam gerade extrem überraschend. Dass da die beiden Minen auf einmal in die Luft gegangen sind. Hier war doch keiner, oder? Also eine, glaube ich, aber die hatte ich schon. Ich versuche jetzt einfach durchzurennen. Ich will nur nach Diamond City und ich nehme schon wieder 50.000 Umwege dahin. Aber ich glaube, das mit diesem leuchtenden, ich glaube, das machen wir später nochmal. Wir sind fast in Diamond City. Okay, let's see. Gucken, wie schick der Ort ist. Verstrahltes Blut? Was kann ich mit verstrahltem Blut machen? Oh nein, oh, nicht so ein Mistvieh. Fuck off, nein. Tisch ab. Du bist meine Zeit nicht wert. Tja. Oh fuck. Hat er die falsche Quest gerade ausgewählt? Wow, ich bin absolut falsch gelaufen, weil er zwischen... Ich habe vergessen, dass ich zwischenzeitlich eine Mission gefunden habe und jetzt bin ich der Mission hier ein bisschen umgefunden. Fick dich! Ich will doch nur nach Diamond City! God damn it! Ich war, ja, das ist eine neue Siedlung, aber ich möchte einfach nur, ich möchte es nur schaffen, nach Diamond City zu kommen. Ich möchte diese Stadt endlich mal sehen. Es gibt so viel außenrum. Es gibt so viel noch außenrum, noch so viel zu entdecken, aber ich möchte erstmal in diese Stadt kommen. Ich glaube, ich kann 50 Stunden alleine Fallout nur so spielen, ohne ein einziges Mal weiter in der Hauptstory zu machen. So, nochmal, goddammit, wann sind wir jetzt wieder vom Weg abgekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie, komm, wir machen jetzt keine Umwege mehr, wir laufen straight da jetzt hin.
will einfach nur nach Diamond City. Mehr will ich nicht. Alle Wege führen nach Diamond City. Macht irre Spaß. Ja, dieses Erkunden, dieses so viel außenrum. Hab damals 28 Stunden so gespielt, bis ich in Diamond City war. Man läuft auch wirklich von einer Mission in die nächste. Es war auch bei Skyrim so, ich habe bei Skyrim irgendwann nur noch Nebenmissionen gemacht. Ich hab mich überhaupt nicht mehr auf die Story konzentriert. Irgendwann wusste ich auch schon gar nicht mehr, um was die Story wirklich ging. Obwohl ich finde, bei The Elder Scrolls oder auch bei Fallout finde ich persönlich die Story nicht ganz so wichtig. Ich finde mehr das wichtig, was so auch so rum ist in dem Spiel, was es so zu bieten hat, weil Fallout 4 ist ja jetzt bisher die Story, finde. Sind ja auch mehr so die, ihr seid die. Wow, ihr seid überall, oder? Fallout 4 geht ja darum, jetzt seinen Sohn da zu finden. Und bis du das erledigst, vergehen irgendwie 300 Stunden. Fallout 3, finde deinen Vater, Fallout 4, finde deinen Sohn. Das ist ein Unterschied. Freu dich auf Far Harbor. Also den Season Pass habe ich bisher noch nicht geholt, weil ich dachte mir, ich will erstmal das Hauptspiel durchspielen. Was wahrscheinlich ewig dauern wird. Luda, Karawane oder Raider? Was? Ich sagte Karawane oder Raider. Zu wem gehörst du? Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Toll, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Hallo. Hey. Hast du schon mal eine unserer Karawanen gesehen? Ich bin versucht, zur Railroad zu gehen bei all diesem Scheiß. Ich weiß nicht, die Leute müssen was tun. Dich kenne ich noch nicht. Wenn du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Ja, wirf mal einen Blick darauf, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Wow, 35 Kronkorken? Nicht schlecht. Das ist eine Menge Blut. Wir müssen sofort operieren. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nein, wir sind fertig. Dann ab mit dir. Hey du, bring meinen trotteligen Sohn mal zur Vernunft. Zur Railroad zu gehen, bringt nur Ärger. Was ist die Railroad? Das sind Freiheitskämpfer, die ihr Leben fürs Sins aufs Spiel setzen. Und das bedeutet, sie kämpfen gegen das Institut als Einzige. Was? Findest du diesen Mist edel? Das sind doch absolute Idioten. Mein Sohn wird sein Leben nicht für diese Wahnsinnigen wegwerfen. Und was sind Synths? Vom Institut gebaute synthetische Wesen. Man kann sie von Menschen nicht unterscheiden. Monster, das sind sie in Wirklichkeit. Und woher weißt du das? Hast du schon mal einen getroffen? Wenn man nicht weiß, wer ein Synth ist oder nicht, können sie so schlecht nicht sein. Es ist immer gut, Leuten zu helfen. Leuten helfe ich gerne. Synths aber nicht. Ich helfe dir doch nur grantigen alten Karawanenarbeitern dabei, vom Fusel blind zu werden.
Wenigstens kämpft die Railroad gegen das Institut. Und warum sollte man Zünds nicht retten? Da kannst du auch gleich der Gesellschaft zum Schutz der Todeskrallen beitreten. Was hat das Institut dir getan? Gary, der ist... ciao, nobody. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Er war unterwegs und als er zurückkam, war seine Frau verschwunden. Ja, das Institut entführt also Leute. Ich sag nicht, dass es mir gefällt. Aber die Welt ist halt gefährlich. Es ist nicht deine Aufgabe, sie zu retten und sich mit der Railroad einzulassen. Oder... Es wäre schön, hier mal bedient zu werden. Wo sind meine Manieren geblieben? Wenn du einen Drink willst, sag's mir. Brauchst du ein Bett, sprich den Trottel da an. Brauchst du ein Dach über dem Kopf? Gibt's nur hier. Brauche ich ein Zimmer? Ich muss passen. Tja, dann greift ein anderer zu. So läuft das halt. Bar hat geöffnet. Werd nur nicht so betrunken, dass du hier rumballerst. Gehört dir das hier? Eigentlich gehört hier alles den Karawanenkompanien, die hier durchziehen. Wir sammeln das Geld und teilen dann alles auf. Aber wenn es um die Getränke geht, gehört diese Bar mir. Welche Karawanen kommen hier durch? Eigentlich alle. Zumindest alle, die ich kenne. Man muss schon ein spezieller Mensch sein, um auf den Handelswegen des Commonwealth zu bestehen. Keine Ahnung, ob es zuerst Bunker Hill oder die Karawanen gab, aber mittlerweile ist das im Grunde genommen ein und dasselbe. Auf jeden Fall brauchen die Leute Drinks, also habe ich diese Bar eröffnet. Und der Alkohol fließt in Strömen. Was hältst du von Bunker Hill? Ehrlich? Ich bin erstaunt, dass wir so lange durchgehalten haben. Wir sind immer eine geplatzte Abmachung von der Katastrophe entfernt. Aber irgendwas hält hier alles zusammen. Vielleicht wachen ja die alten Geister über uns. Hey, geben wir dir was zu trinken, bevor du mir noch ein Loch in den Bauch fragst. Gibt es hier Arbeit? Also, da gibt es eine Sache... Dad, du schickst ihn doch wohl nicht auch auf diese sinnlose Suche. Hey, er hat es erwähnt, nicht ich. Wie ich gesagt habe, bevor wir Savoldis durstigen Karawanenarbeitern Fusel verkauft haben, waren wir Minutemen. Mein Großvater, Brent Savoldi, war der Letzte. Er starb direkt vor Malton im Kampf gegen Raider. Wenn du einige seiner Habseligkeiten finden könntest, würde mir das viel bedeuten. Irgendeine Idee, wo er gefallen sein könnte? Irgendwo nordöstlich von Malton. Da haben sie die Leichen der anderen Mitglieder seines Trupps gefunden. Die Raider haben sie auseinandergenommen, die Leichen verstümmelt. Früher konnten die Minutemen gegen das Institut bestehen, aber irgendwann waren selbst Raider zu viel für sie. Wenn der Preis stimmt, könnte ich helfen. Hier wird nicht gefeilscht. Ich zahle 150 Kronkorken. Nimm sie oder lass es. Ich finde deinen Opa. Aber nimm dich in Acht. Ich will nicht noch weitere Tote auf meinem Gewissen haben. Okay. Der Hund hat etwas gefunden, finde ich cool. Wir bleiben aber bei Diamond City. Will nichts anderes annehmen. Was ist los, Dogmeat? Guter Hund. Ja. Was kannst du heute anbieten? Black Ops Brustteil. Wie viel kostet das Ding denn? Wow. Das ist der deutsche Synchronsprecher von Danzo? Wirklich? Das habe ich überhaupt nicht rausgehört. Hier kann man gut übernachten. Vernünftige Preise.
Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an, das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Das ist Voldemort. Das ist Voldemort. Entschuldigung. Du wirst sehen, ich bin sehr hartnäckig. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Ich habe nichts gegen Gefahr, solange die Bezahlung stimmt. Du erhältst den Einstiegslohn, wie alle anderen. Solltest du so nützlich sein, wie du sagst, können wir über eine Erhöhung sprechen. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Aber wenn das ein... Wenn das ein Ghoul ist, wie kommt das, dass er nicht so durchgeknallt ist wie die anderen Ghule? Alter, wie hoch geht das da? Wenn da oben jetzt nichts ist, bin ich enttäuscht. Immerhin. Schicke Aussicht. Boah, da wird er mir schwindelig, ey, Uwe. Kommt drauf an, wie viel Strahlung man abbekommen hat. Bei den wilden Ghoulen ist das Gehirn so geschädigt, dass sie nur noch an das Töten denken. Okay, ich habe erstmal hier mich genug gesehen, weil er gedacht hat, ja. Diamond City, ich möchte noch nach Diamond City. Keine Ahnung, ob ich da jemals nochmal ankomme. Ich laufe gerade in die falsche Richtung. Hey! Ja, warte kurz. Ich bin gleich wieder da, Freunde.
So, Freunde, bin wieder da. So, ich möchte nur nach Diamond City kommen. Mehr möchte ich nicht. Schau, das nicht cool. Die Rüstung sieht auch richtig gut aus. Passt alles nicht zusammen. Komme ich auch über die Brücke? Nee. Oh fuck, nee. Ich dachte nicht, dass da Wasser gewesen wäre. Ich will nicht. Ich glaube, die Brücke ist zu hoch für mich. Oder kann er sich irgendwo hochziehen? Fuck auf, da schon rüber. Ich hätte gedacht, dass es immer mehr Red gibt, wenn ich durch Wasser gehe. Hallo. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Klar, ich schau's mir an. Einen Teil von jedem großen Kauf gebe ich für winzige Bäume aus, die ich dann zu deinen Ehren in die Luft jage. Die ist ein bisschen durchgeknallt, kann das sein? Oh, ich hab den Handel abgebrochen. Okay, fuck it. Ich werde das auch woanders los. Ich sag ja verrückt an jeder Ecke. Holy shit. Oh, das sind noch meine Leichen von vorhin. Als ich auf dem Weg war nach Diamond City. Ich lauf wieder in die falsche Richtung. Auch nur nach Diamond City.
blöde Schuss loswerden. Und jetzt läuft er noch in das Raider. Ich komm heute noch in Diamond City an. Ich schaff das. Ich glaube an mich. Versteht nicht auf schmelzende Gesichter. Oh Mann, ey, ich will nur nach Diamond City. Wie kann ich das irgendwie umgehen? Wie viel der explosive Abgang war das eigentlich heute? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt, Dominik. Raider? Nein! Dog Meat, komm schon, die tun uns doch nichts. Okay, ich muss mal irgendwie gleich wieder einlenken. Cool, ich habe schon wieder was gefunden, was ich nicht finden wollte. Ich will doch noch... Jetzt, was ist hier denn jetzt los? Leute, ich will mit euch allen nichts zu tun haben. Ich will nur nach Diamond City. Ich möchte nichts weiter. Oh Mann, ist das Raider-Lager so groß? okay, die Apokalypse ist absolut nichts für mich. Die hängt mir irgendwann zum Halse raus. Ich höre dich, du blöder Krebs. Verzisch dich. Raider und Supermutanten noch besser. Oh, jetzt, was ist das denn? Skorpion oder was? Fuck you. Klar. Ich möchte nichts weiter als nach Diamond City. Die wollen alle doch nur kuscheln.
Oh Mann, ey. Wie lange ich jetzt schon erst dachte... Ich dachte erst die ganze Zeit, ich laufe in die richtige Richtung und dabei hatte ich dann eine falsche Mission ausgewählt. Und bin dann überhaupt nicht nach Diamond City gelaufen. Und habe erstmal 50.000 andere Dinge noch mitgenommen und erkundet. Und jetzt laufe ich in jeden möglichen Shit rein. Ich kann hier nicht das machen, was ich machen möchte. Die wollen alle verhindern, dass Penny nach Diamond City kommt. Das ist ihr Lebensinhalt. Okay, ich muss nur noch dieser Straße hier folgen. Ich fuck off. Nur nach Diamond City. Mehr will ich nicht. Und wenn die Welt um mich herum zusammenbricht, ich möchte nur nach Diamond City. Fuck off, fuck off, fuck off. Oh Mann, ey. Ach komm, leck mich. Und das Tomex ist.
Mr. Nee. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Ich weiß, dass du mich hören kannst, Danny. Mach das Tor auf. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Was? Wer bist du? Psst, spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lage gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Das hier, Diamond City. Was ist das für ein Ort? Oh, das grüne Juwel? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jeder, der im Commonwealth irgendwie wichtig ist, kommt hierher, hat sich hier niedergelassen oder ist hier rausgeflogen. Eine große Mauer, Stromversorgung, funktionierende Kanalisation, Schulen und ein paar Sicherheitsleute machen Diamond City zu dem riesigen Monster, das es ist. Du wirst es lieben oder hassen. Du wirst schon sehen, da bin ich mir sicher. Komm, gehen wir. Yes! Piper, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin! Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! Ich werde deine Druckerpresse verschlucken. Eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Diese Sache geht mich eigentlich nichts an. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also, bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mein Sohn, Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment, dein Sohn ist verschwunden? Ah, hast du das gehört, McDonough? Was wird die Diamond City Sicherheit tun, um diesem Mann zu helfen, hä? Das ist ja nicht der erste Fall, dass eine Person verschwunden ist. Und jetzt wurde ein kleines Hör Kind nicht entführt. Auf Sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden.
Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Okay, darf ich erstmal ankommen? Ich wollte nur noch Diamond City. Das war alles, was ich wollte. Und jetzt will ich sehen, wie das aussieht. Okay, Ladebildschirm. Cool. Ne, ich will mir Diamond City noch kurz angucken und ich glaube, dann werde ich den Stream auch gleich beenden, da wir es schon gleich 23:30 haben. Und dann das Wochenende auch schon wieder rum ist. Entschuldigung. Es hat die ganze Atmosphäre gerade zerstört. Holy shit, das sieht aus wie eine Rakete, die gleich abhebt. Hallo. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Piper, du bist zurück. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Wir reden weiter, sobald ich mich vorbereitet habe. Du brauchst diese Zeitung. Da steht alles drin, was die Öffentlichkeit über das Institut wissen muss. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen, warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Ich suche nach Sean. Er ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Was macht denn das Institut, dass alle so viel Angst haben? Du meinst, abgesehen davon, dass sie Sins herstellen und Leute mit ihnen ersetzen? Oder dass sie sich im Verborgenen halten und niemand weiß, wie man an sie rankommt? Jeder in der Stadt hat Angst, dass er ausgetauscht wird. Oder dass jemand, den er kennt, schon ausgetauscht wurde. Also erwarte nicht, dass sich die Leute hier darum reißen, dir zu helfen. Was sind Sins? Das Institut stellt sie schon seit Jahren her. Die Alten sahen recht menschlich aus, aber man konnte noch erkennen, dass es Roboter sind. Von denen gibt es einige im Commonwealth. Ich habe gehört, dass sie ganze Siedlungen auslöschen und die Überreste Gott weiß wohin schleppen. Aber die eigentliche Gefahr sind die neueren Modelle. Sins aus echtem Fleisch und Blut, mit Eingeweiden und allem drum und dran. Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Was weißt du noch über diesen Mr. Valentine? Ich weiß, dass alle Erwachsenen, die dorthin gehen, das niemals zugeben würden. Ist das nicht mal wieder typisch? Den Leuten, die einem am meisten helfen, dankt es mal wieder niemand. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Okay, das ist jetzt schon
die nächste Person, die wieder von dem Institut redet, abgesehen jetzt von Piper, wir hatten ja dann in dem anderen Lager auch noch jemanden. Die Wahrheit? Was hat er zu verbergen? Lest die Public, wir stellen die... Okay, ich muss jetzt zu dem... Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal, ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonald mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Hm. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Lücke. Ich muss sagen, Diamond City sieht wirklich mega cool aus. Ich hätte Bock irgendwie... Also kann ich mir das noch angucken, was ich für einen Haarschnitt kriege? Weil ich mag meinen Haarschnitt, den ich jetzt habe im Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt cool finde, wenn der den ruiniert. Welche Möglichkeiten habe ich? Alles ist möglich. Glatze, lange Haare, kurze Haare, Zöpfe, Stufen. Ja, es ist leichter, wenn ich es dir einfach zeige. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dich wartet. Sicher. Dann mal los. Setz dich einfach auf den Stuhl da. Okay, ich kann es tatsächlich, das alles um... Ich muss sagen, ich mag die Frisur, die ich jetzt habe. Eventuell verpasse ich ihm noch ein Bad. Was ein Haarfarbe alles so macht. Okay, no, fuck this. Oh, what? Hat er jetzt meine Haarfarbe geändert? Hallo. Ich wollte nicht. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf einen gut aussehenden Kunden wartet, der sich die Haare schneiden lassen will. Ah, fuck, wie ändere ich nochmal auf? Zu viel Dreck in. Ich kann da irgendwie, könnte ich doch auf Third Person. Okay, habe ich weiße Haare. Auch egal, ich sehe meinen Charakter so selten. Hat der gerade japanisch oder chinesisch mit mir geredet? Was ja, willst du damit sagen? Ja? Okay, weißt du, die Haare sehen gar nicht mehr so schlecht aus. Kann man so lassen.
Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das kommt. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Ah, der Neue. Stimmt doch, oder? Der Neue? Was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Takahashi, der japanische Robokoch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Für jeden was dabei. Okay. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde zu diesem Wenn du Hunger hast, Detektiv nochmal zu ihm in die Nähe laufen. Manchmal muss man sich echt fragen, jetzt sehe ich denn überhaupt? Valentine's Detective Agency. Was für eine Art Detektiv ist der denn? What the fuck? Okay, ich bin gespannt, wer dahinter steht, aber ich werde den Stream an dieser Stelle hier beenden. Alter, ich bekomme fürs Nichtstun 50.000 Missionen. What the fuck? Okay, ich werde ab hier schnell speichern. Oder eigentlich kann ich auch mal richtig speichern. Here we go. Und werde den Stream an dieser Stelle hier beenden. Wir haben es jetzt schon 23:30. Deswegen, ich werde den Stream hier beenden an dieser Stelle. Wir werden definitiv noch öfter Fallout 4 spielen. Ich möchte natürlich mit euch gemeinsam die Story auch weiter durchspielen. Aber ich kann... Fokus... Ja. Aber ich werde langsam wirklich sehr, sehr müde. Es ist wirklich schon sehr, sehr spät. Deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle hier den Stream erstmal beenden. Und bin gespannt, wie das dann hier weitergeht. In Diamond City. Ich muss sagen, die Stadt gefällt mir ganz gut. Hab sie mir jetzt vielleicht nicht ganz so genau als vorgestellt, aber ist auf jeden Fall echt cool. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir werden wahrscheinlich jetzt mit der Hauptstory weitermachen und dann irgendwie wieder abdriften. Nach Diamond City zu kommen, war ja auch schon ein großer Fortschritt. Bei mir auf jeden Fall, ja. Es hat 100 Jahre gedauert. Gefühlte 100 Jahre zumindest. Gut, Freunde, ich wünsche euch allen jetzt eine wunderschöne gute Nacht oder noch viel Spaß beim Zocken oder was auch immer ihr jetzt noch machen möchtet. Bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Auch vielen Dank an alle, die neu dazugekommen sind, an alle neuen Follower. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es wird euch hier gefallen und wir sehen uns dann. Im nächsten Livestream wieder kündige ich an über Twitter auf jeden Fall. Eventuell gibt es morgen den nächsten Livestream. Ich lasse es euch per Social Media wissen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.